Diese Semidokumentation basiert sowohl auf Originalaufnahmen als auch auf den nach Augenzeugenberichten rekonstruierten Szenen des Massakers an der Columbine High School, bei dem 15 Menschen getötet und viele weitere verletzt wurden. Eine Tragödie, die unsägliches Leid über die Familien brachte und die Welt mit Entsetzen erfüllte. In Littleton, einer gutbürgerlichen Vorstadt von Denver im Bundesstaat Colorado, beginnen die mörderischen Fantasien eines 17-Jährigen Gestalt anzunehmen. Er und sein Freund, auch Vulka genannt, haben eine derart grausame Tat geplant, dass sie damit sicher in die Geschichte eingehen werden. Irgendwann nächstes Jahr im April wird der Feind unsere Rache zu spüren bekommen, indem wir die natürliche Auslese etwas überflügeln. Wenn wir es geschafft haben, Zeitbomben zu bauen, werden wir hunderte davon an Straßen, Brücken, Gebäuden und Tankstellen deponieren, wo sie auf jeden Fall Zerstörung und Chaos anrichten. Es wird so eine Art Mischung aus den Unruhen von L.A., dem Bombenattentat von Oklahoma, dem Zweiten Weltkrieg, Vietnam und Videospielen wie Duke und Doom sein. Ich will der Welt einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Ein Jahr später, am 20. April 1999, richten Eric Harris und ein weiterer Schüler der Columbine High School, Dylan Klebold, das verheerendste Massaker an, das es je an einer amerikanischen Schule gegeben hat. Sie töten 12 Schüler und einen Lehrer. Weitere 23 Menschen werden verletzt, anschließend erschießen sie sich selbst. Diese Dokumentation zeichnet den Ablauf der Ereignisse jenes Dienstagmorgens in der entscheidenden Zeit zwischen 11.08 Uhr und 12.08 Uhr nach. Jahrelang hat es keine Erklärung für dieses schreckliche Blutbad gegeben. Erst kürzlich sind neue Informationen über die Vorgeschichte dieser Geschehnisse an die Öffentlichkeit gelangt. Diese entsetzlichen Details ergeben ein genaueres Bild über die unbegreiflichen Umstände, die dazu führten, zwei Teenager der Columbine High School zu Massenmördern zu machen. Um 11.08 Uhr morgens ist Eric Harris nur noch 3 Minuten von der Columbine High School entfernt. NBK ist schnell gekommen. Alles, was ich sehe und höre, hat irgendwie mit NBK zu tun. Kommt mir manchmal vor wie dieser gottverdammte Film. NBK ist für Eric und Dylan der Codename für das bevorstehende Massaker. Eine Abkürzung des von ihnen bewunderten Films Natural Born Killers. Dieser handelt von den beiden Massenmördern Mickey und Mallory, die eine traumatische Kindheit hatten und durch die Medien weltberühmt wurden. Für Eric und Dylan scheint dieser Film eine Art Verheißung zu sein, dass auch sie, genau wie seine beiden fiktiven Charaktere, letzten Endes ihren Mitmenschen überlegen sind. Ich weiß, dass wir Nachahmer haben werden, weil wir irgendwie Götter sind. Wir haben zwar menschliche Körper, aber wir sind nicht wirklich Menschen. Denn wir haben uns über das menschliche Scheißdasein hinaus weiterentwickelt. Wir sind uns unserer selbst bewusst. Eine Schlüsselrolle für diese totale Entfremdung der beiden Schüler fällt der Schule selbst zu. Ich hasse euch schon mal dafür, dass ihr mich von vielem, was Spaß macht, ausschließt. Und sagt jetzt bloß nicht, ist doch deine eigene Schuld. Das ist einfach nicht wahr. Leute, ihr hattet doch meine Telefonnummer. Ich hab euch gefragt und so. Aber da kam nur, seht zu, dass der abgedrehte Eric nicht dabei ist. In der unausgesprochenen Hierarchie der Columbine High School finden sich Eric und Dylan am unteren Ende der Skala. Gestörte Typen, die mit den anderen Außenseitern rumhängen. Ganz oben stehen die Jocks, eine Gruppe mit eigenen Verhaltensregeln und eigenem Kleidungsstil, zu dem sportliche weiße Baseballcaps gehören. Jocks sind nicht zwangsläufig in einem Schulsportteam. Ein Jock ist einfach jeder, der glaubt, weil er schicke Klamotten trägt, mit den hübschesten Mädels rummacht und die Lehrer anders mit ihm umgehen, er sei mit Recht etwas Besseres als alle anderen. Eric und Dylan haben es bei ihrem Amoklauf nicht auf die Jocks abgesehen. Zeugen werden später berichten, dass beide offenbar wild entschlossen waren, an der gesamten Schule Rache zu nehmen.
Sie sind in die Schule gekommen, um hier zu töten. Sie haben nicht in einer Polizeiwache oder einer Bücherei um sich geschossen, denn sie hassten die Schule, die ganze Ungerechtigkeit an der Schule, das gesamte Umfeld dort. Ich will das, was Sie getan haben, keinesfalls beschönigen. Ich versuche nur, Antworten zu finden. Ihr habt uns jahrelang das Leben versaut. Und für die Schweinerei werdet ihr bezahlen. Das geht uns am Arsch vorbei. Weil wir dabei auch ins Gras beißen. Gegen 11.09 Uhr füllt sich die Cafeteria langsam mit Schülern, die hier ihre Mittagspause verbringen. Eric Harris und Dylan Klebold haben bereits irgendwann im Laufe des Vormittags zwei etwa 9 Kilo schwere Propangasbomben in der Cafeteria deponiert. Beide Zeitzünder sind auf 11.17 Uhr eingestellt, dem Zeitpunkt, zu dem die Cafeteria am stärksten besucht ist. Geplant war dabei, möglichst viele Schüler zu töten und anschließend die Überlebenden zu erschießen. Das Bombenlegen ist von den Überwachungskameras nicht erfasst worden. Möglicherweise wurde gerade ein neues Band eingelegt. An diesem Morgen haben wir im Philosophiekurs in der dritten Stunde einen wichtigen Test über chinesische Philosophie geschrieben. Eric war ein Einserschüler, der nie einen Test schwänzte. Deshalb wunderte ich mich, dass er an diesem Tag fehlte. Auch in der vierten Stunde war er immer noch nicht da. Also selbst ich habe selten mehr als eine Stunde geschwänzt. Dylan fehlte ebenfalls. Ein anderer Columbine Highschool-Schüler, der 17-jährige John Savage, kommt gerade aus dem Musikunterricht. Ich kam früh in die Schule, um noch ein paar Hausaufgaben zu erledigen. Es war ein Tag wie jeder andere. Ich bin gerade von der Orchesterprobe gekommen und überlegte, ob ich noch im Probenraum im hinteren Teil der Schule etwas üben sollte oder lieber in die Bibliothek gehe. Einer der aufsichthabenden Lehrer ist Dave Sanders. Der Sportlehrer ist bei den Schülern sehr beliebt, weil er es versteht, auch aus den unsportlichsten Schülern das Beste herauszuholen. Die 35-jährige Patty Nielsen hat eine Teilzeitstelle als Kunstlehrerin. Normalerweise geht sie nach ihrem Kunstunterricht am Vormittag nach Hause. Aber heute ist sie als Pausenaufsicht eingeteilt und überwacht die Flure, durch die Hunderte von Schülern Richtung Cafeteria strömen. Ich gehe täglich nach dem kreativen Schreibkurs raus, um eine zu rauchen. Dabei nehme ich immer denselben Weg, gehe ein bisschen umher und rauche. An diesem Tag sah ich, wie Eric auf den Parkplatz fuhr. Weil er 2 Stunden verpasst hatte, wollte ich von ihm wissen, was los war. Und ich pflaumte ihn ein bisschen an und er blödelte lachend zurück. So lief das immer bei uns. Komisch, dass er mich nicht erschossen hat, wo ich ihm doch so blöd gekommen bin. Eric hier im Bild und Brooks hatten nicht immer ein entspanntes Verhältnis. Denn ein Jahr zuvor hatte Brooks seinen Namen auf Erics Internetseite gelesen, auf der dieser drohte, ihn umzubringen. Dort erfuhr man auch, dass Eric Rohrbomben baute und zündete und Brooks Brown schlicht und einfach umbringen wollte. Die Eltern von Brooks informierten darüber die Polizei.
Es war nicht das erste Mal in der Zeit vor dem Amoklauf, dass die Polizei auf Eric aufmerksam gemacht wurde. Doch die Behörden waren wohl nicht imstande, auf die Internetseite von Eric zuzugreifen und verlegten auch die Unterlagen dieser Anzeige. Hätten sie auf die Anzeigen reagiert, wäre Eric ins Gefängnis gekommen. So einfach ist das. Und es hätte Columbine niemals gegeben. Inzwischen hat sich Brooks Brown mit Eric versöhnt. Wahrscheinlich hat ihm das Leben gerettet. Was zum Teufel ist mit dir los, Mann? Du hast in der dritten gefehlt und verpasst den Test. Ach, spielt doch keine Rolle mehr. Ich sagte, du hast einen wichtigen Test verpasst. Und der meinte, spielt keine Rolle mehr. Dann sah er mich an und sagte, ich mag dich jetzt, Brooks, also verschwinde. Hau ab. Hau ab. Okay. Wer weiß, warum er mich nicht erschossen hat. Nach seinem Gesichtsausdruck vermute ich, dass er mich einfach nicht umbringen wollte. Sie haben mich ja nicht als Einzigen verschont. John Savage zum Beispiel, ein Freund von mir, Screech, war ein wirklich netter Kerl. John Savage entschloss sich, für seinen Geschichtstest in der Bibliothek zu lernen. Dort wird sich der Höhepunkt des Columbine-Massakers abspielen. Eric und Dylan führen ein gewaltiges Waffenarsenal mit sich. Nach dem Amoklauf zählt die Polizei 2 abgesägte Schrotflinten, 2 9mm Waffen und 99 Bomben, darunter die beiden 9 Kilo Propangasbomben in der Cafeteria, sowie versteckte Sprengsätze in ihren beiden Wagen. Ein Jahr lang haben sie diese Waffen zusammengetragen. Ein Jahr lang haben sie geplant, die Schule auszuradieren. Ihr verkürzter Lauf. Bleib mal so sitzen, ja? Ein bisher unveröffentlichtes Video, nur einen Monat vor dem Massaker aufgenommen, zeigt, wie gründlich sich Eric und Dylan vorbereitet haben. Die hier nachgestellten Szenen basieren auf dem Inhalt dieses Bandes. Dylan fungiert als Kameramann. Drehort ist das Zimmer von Eric. Eric demonstriert Dutzende von Verstecken, die insgesamt ein ganzes Waffenarsenal enthalten. Wie ist es Eric gelungen, so viele tödliche Waffen versteckt zu halten? Eine Frage, die noch immer unbeantwortet ist. Yeah, yeah! Erics Eltern haben sich seit dem Massaker nicht mehr öffentlich geäußert. Hi, Mom! Die Schauspieleinlage von Eric am Ende des Videos zeigt, dass er ganz genau weiß, wie gut er alle täuscht. Hier gibt's nichts zu sehen. Gar nichts gibt's hier zu sehen. Das wird die nervenaufreibendste Viertelstunde meines Lebens. Wenn die Bomben deponiert sind und wir darauf warten, die Schule zu stürmen, werden uns Sekunden wie ein paar Stunden vorkommen. Ich kann's kaum erwarten. Auf der anderen Seite des Schulparkplatzes machen Neil Gardner und Andy Martin, ein Sicherheitsbeamter der Schule, gerade Mittagspause. Gardner ist als Polizist für die Schüler und Lehrer der Columbine High School zuständig. Er hat Dylan Klebold schon öfter mal im Schulbereich gesehen, aber Eric Harris kennt er nicht. Er scheint auch nicht zu wissen, dass Eric und Dylan bereits früher ins Visier von Polizei und Justiz geraten sind. Fünfzehn Monate zuvor hatten sie einen Van aufgebrochen und Computeranlagen gestohlen. Beide wurden später wegen gemeinsamen Einbruchs und Diebstahls verhaftet. Vor Gericht wurden sie zur Teilnahme an Erziehungsmaßnahmen verurteilt, die sie von weiteren Straftaten abhalten sollten. Nachdem er diesen Kurs absolviert hatte, schien Eric reumütig zu sein. Ich freue mich, sagen zu können, dass ich dank dieses Kurses und ein paar anderer dementsprechenden Erfahrungen den Entschluss gefasst habe, mich in Zukunft zusammenzureißen. Aber das Tagebuch von Eric klingt vollkommen anders. Heißt es nicht, Amerika sei das Land der freien Leute? Und wieso habe ich dann nicht die Freiheit, einen so blöden Typen wie diesen Idioten um seinen Besitz zu erleichtern, wenn er den für alle Welt sichtbar auf den Vordersitz seines Van liegen lässt? Und das mitten im Nirgendwo? Am Freitagnachmittag? Auch natürliche Auslese. Ihr Konflikt mit dem Gesetz macht die Existenz einer Art von Paralleluniversum erkennbar. Nach außen hin reuig und geläutert sind Eric und Dylan nun durch ihre gemeinsame Wut verbunden. Meine Wut über die Geschichte im Januar wird gottgleich sein.
Ganz zu schweigen von der Vergeltung in der Commons. Mit Commons ist die Cafeteria der Columbine High School gemeint. Eric und Dylan haben für ihren Angriff einen genauen Plan ausgearbeitet. Die Bomben sollen im Abstand von einer Minute explodieren. Hier halten sich 480 Schüler auf, also fast ein Viertel aller Schüler. Richard Castaldo will rausgehen, um draußen seine Freundin Rachel Scott zu treffen. Sie wollen direkt vor dem Westeingang der Schule Mittagessen. Eric und Dylan erregen in ihren dunklen Trenchcoats wenig Aufsehen. Sie sind schon oft in diesem Aufzug in die Schule gekommen. Es sind nur noch Sekunden bis zum Angriff. Da bist du ja. Als ich mich hinsetzte, um was zu essen, da sah ich, wie links von mir ein paar Typen irgendwas warfen. Ich wusste zu diesem Zeitpunkt nicht, was es war, aber es war eine Rohrbombe. Und ich erinnere mich noch, dass sie hochging, wobei aber nicht so viel passierte. Erst dachte ich, die machen da nur irgendwelchen Blödsinn, ein bisschen Spaß zum Schulabschluss, weil das Schuljahr ja gerade zu Ende ging. Los, dann los. Ich glaube, Rachel wurde zuerst getroffen, aber vielleicht nur einen Augenblick vor mir. Also, ich habe das noch irgendwie aus dem Augenwinkel mitgekriegt und war drauf gefasst. Innerhalb der Schule weiß niemand genau, was los ist. Manche glauben, dass es nur ein dummer Scherz des Abschlussjahrgangs ist. Dave Sanders erkennt, dass die Situation möglicherweise sehr viel ernster ist. Neil Gardner erhält über Funk einen aufgeregten Anruf aus der Schule. Er glaubt zuerst, dass es sich nur um einen Unfall auf dem Schulgelände handelt. In kürzester Zeit haben Dave Sanders und zwei weitere Angestellte der Schule die Cafeteria so gut wie evakuiert. Eigentlich hätten die Propangasbomben von Eric und Dylan zu diesem Zeitpunkt explodieren sollen, doch die Zünder versagen. Dave Sanders versucht jetzt entschlossen, so viele Schüler wie nur möglich in Sicherheit zu bringen. Ruhig, alle ganz ruhig bleiben, ja? Selbst wenn sie reinkommen, bleibt ihr am besten ganz ruhig. Sanders wird in den nächsten 2 Minuten durch die Flure und Klassenräume laufen, um sicherzugehen, dass die Schüler auf irgendeine Weise geschützt sind. In einem Klassenraum im 1. Stock der Schule ist der 17-jährige Aaron Hansey mit seinen Hausaufgaben beschäftigt. Es war gerade Mittagspause, also kein regulärer Unterricht mehr. Nach ein paar Minuten hat man so merkwürdige Geräusche gehört. Geräusche, die man normalerweise dort nicht zu hören bekommt. Und dann kam es mir so vor, als ob die Decke und Wände zu beben begannen. Das machte mich nur etwas neugierig, weil ich bis dahin keine Ahnung hatte, was los war. Aber kurz danach kam ein Lehrer rein. Und wir kapierten, was hier ablief. Setzt euch alle sofort unter die Pulte. Ich schließe die Tür ab, damit niemand rein kann. Ihr aber könnt raus, okay? Der Lehrer hat uns darüber informiert, dass in der Schule geschossen wird. Wir sollten uns unter die Pulte setzen. Er sagte, dass er die Türen von außen abschließen würde, wir sie aber von innen öffnen könnten. So konnte niemand reinkommen.
genau das, was wir immer schon machen wollten. Es ist sowas von geil. Also weiter. Was ist da los? Neil Gardner ist als erster Polizist am Tatort. Achtung, runter in die... Code 33. Hier wird wild geschossen. Für einen Augenblick glaubt Gardner, er hätte einen der Schützen getroffen. Nach dem Schusswechsel mit Gardner beginnen Eric und Dylan mit dem Angriff im Inneren der Schule. Das Erste, woran ich mich genau erinnere, ist, dass eine Frau in die Bibliothek kam und sagte, alles unter die Tische, da draußen ist ein Typ mit einer Waffe. Mein erster Gedanke war nur, oh Mann, das ist ja krass übel. Duckt euch runter, bitte. Na los, macht schon, duckt euch runter. Los, unter die Tische, bitte. Ich glaube, wir waren alle zu geschockt, um gleich zu reagieren. Wir hatten das alles noch gar nicht begriffen, als sie zum zweiten Mal sagte, los, unter die Tische. Erst dann machten wir es auch. Zuerst dachte ich eigentlich, dass es sowas wie ein total Irrer wäre, der von der Straße aus in die Schule eingedrungen ist. Ich konnte mir zu dem Zeitpunkt einfach nicht vorstellen, dass irgendein Schüler von der Columbine High School anfangen würde, Leute zu erschießen. Oh! Ja! Yeah. Ich saß also irgendwie da und wartete. Ich habe wohl einfach nur gehofft, nicht sterben zu müssen. Jefferson County 911. Yes, I am a teacher at Columbine High School. There is a student here with a gun. He has shot out a window. I believe one shot. I've been Columbine High School. I don't know what's in my shoulder. If it was just a blast, it was true, what? Okay, has anybody been injured, ma'am? Yes. Who is the student, ma'am? I do not know who the student is. Okay. We've got help on the way, ma'am. Okay. Stop. Stay on. Sorgt dafür, dass die Klassenräume abgeschlossen sind. Dave Sanders versucht noch immer, die Flure zu räumen. Inzwischen nähern sich 5 weitere Streifenwagen der Schule. Dave Sanders ist schwer verletzt. Gleich wird das fürchterliche Gemetzel im Inneren der Schule beginnen. Aaron Hansey versteckt sich noch immer in einem der Klassenräume, als einer der Lehrer auf der Suche nach jemandem, der Erste Hilfe beherrscht, zurückkommt. Ich sagte, ich könnte das und wir rannten wie besenkt über den Flur. Immer noch explodieren Bomben, noch immer fallen Schüsse. Sie können jeden Moment um die Ecke kommen. Dave Sanders hat sich in einen naheliegenden Klassenraum geschleppt, wo er zusammengebrochen ist. Er braucht ganz dringend ärztliche Hilfe.
Wir sind dann durch einen Hintereingang in das größte Schullabor gekommen, wo wir Sanders gefunden haben. Ist das Sanders? Alles klar, wir wollen Ihnen helfen. Ich bin's, Aaron. Wir haben schon den Notarzt gerufen. Dave war bei Bewusstsein. Ihm war ganz klar, was hier los war. Anfangs lag er auf dem Bauch. Er war wohl mit einer Schrotflinte oder so aus nächster Nähe in die Brust geschossen worden. Jetzt werden wir sie erstmal ein bisschen auf den Rücken drehen. So, eins. Aaron stellt sehr schnell fest, dass Dave Sanders Schussverletzungen an beiden Schultern hat. Als ich mir das Ganze ansah, wusste ich, dass mit seinen Schusswunden nicht zu spaßen war. Aber er war bei vollem Bewusstsein und bekam alles genau mit. Das ist doch toll. Also Sie machen das wirklich gut, Mr. Sanders. Die Lehrerin Theresa Miller versucht, den Notruf zu erreichen, doch die Leitung ist ständig besetzt. Es kommt gleich Hilfe, keine Sorge. Ich dachte, wir könnten ihn irgendwie rausbringen, damit er operiert werden kann, wenn es nötig ist und wieder gesund wird. Inzwischen sind 6 Streifenwagen der Polizei bei der Schule eingetroffen. Einige Polizisten kümmern sich um verängstigte und verletzte Schüler auf dem Parkplatz. Andere sperren weiträumig ab. Nach der damals üblichen Vorgehensweise der Polizei, die darauf abzielte, einen solchen Vorfall einzudämmen, wagt sich keiner der Polizisten in die Schule, um die Mörder zu stellen. Aber am Haupteingang war bestimmt nur einer. In den folgenden 7 Minuten werden Eric und Dylan den brutalsten Teil ihres Massakers in der Schule ausführen. Den Angriff auf die 56 Schüler und Schulangestellten, die sich in der Bibliothek versteckt halten. Steht auf! Alle Typen mit weißen Mützen stehen jetzt auf! Das ist für all die Scheiße, die ihr uns beiden in den letzten 4 Jahren eingebrockt habt! Sie sagten, alle raus hier. Wir jagen die Bibliothek in die Luft. Und ich dachte, vielleicht wollen die nur ein Zeichen damit setzen. Aber in Wirklichkeit wollen die ja niemanden verletzen. Also überlegte ich, ob ich nicht einfach aufstehen und gehen sollte, bevor die hier ein paar Bücher hochgehen lassen. Aber als von all den anderen niemand aufstand, blieb ich dann doch lieber sitzen. Na schön, dann fange ich eben an zu schießen! Sie kommen. Okay, stay with me, ma'am. You're doing great. You are doing great, okay? Now they said he's gone to the library. He's in the building, okay? So, gib mir mal die Tasche. Nachdem sie weiter in der Bibliothek drin waren, konnte ich sehen, dass es tatsächlich Schüler von uns waren, die ich kannte. 2 Typen, die ich immer für ganz gewöhnliche Jungs gehalten hatte, jagten hier plötzlich alles in die Luft und schossen wild um sich. Ich dachte, was tun die denn da? Jetzt knallen wir die Bullen ab. Er sieht sie! Zu jammern. Wen haben wir da? Willst du sterben, hä? Ach, wir sterben doch alle. Wir zerbomben den Laden hier sowieso. Rap! Ich kann nicht glauben, dass ich das hier tue. Cool, was? Wer möchte als nächster sterben, hä? Aaron Hansey ist bemüht, Dave Sanders bei Bewusstsein zu halten.
Mit Unterstützung eines Lehrers, eines anderen Schülers und seines Vaters, der von zu Hause telefonisch Erste-Hilfe-Ratschläge gibt, versucht Aaron nun mit Dave Sanders über seine Familienfotos aus seinem Portemonnaie zu sprechen. Ich glaube, das mit den Fotos hat ihm wirklich geholfen. So konnte er sich von dem ewigen, wo haben Sie Schmerzen, wie fühlen Sie sich, also diesen pessimistischen Ballast lösen und versuchen, zuversichtlicher an das zu denken, was ihm lieb und teuer war. Hört gut zu! Diese Schule ist tot! Patty Nielsen bleibt die ganze Zeit über am Telefon, sodass das Massaker in der Bibliothek auf Tonband mitgeschnitten wird. Während der Schießerei hört man, wie Dylan alles Mögliche zu den Leuten sagt, bevor er sie umbringt. Eric tut das nicht. Ein deutlicher Unterschied der Art und Weise, wie die beiden an jenem Tag vorgegangen sind. Es ist ungeheuer schwer, sich das anzuhören, selbst wenn man die Opfer und die mörderischen Täter nicht kennt. Ich konnte diese Stiefel durch die Regalreihen auf mich zukommen sehen und dachte nur noch, das war's dann. Ich ging davon aus, dass ich hier sterben muss. Es war schon ziemlich schockierend. Wer ist da drunter? Los, gib dich mal zu erkennen. Ich sagte, ich bin John, denn ich kannte ihn ja flüchtig. Ich hoffte, dass er sich daran erinnerte, dass ich kein Jock war und immer versucht habe, ihm mit Respekt zu begegnen. John Savage? Ja. Hey, Dylan. Was macht ihr da? Ach, nur so ein paar Typen killen. Oh. Es war einfach unheimlich. Ich sah dann zu ihm hoch und sagte, wirst du mich auch umbringen? Und er meinte, was? Der Feueralarm draußen. Also fragte ich lauter, wirst du mich auch umbringen? Wirst du mich auch umbringen? Nein, Mann, schau dich hier raus. Hau ab! Lauf schon. Na, lauf schon! Während das Morden in der Bibliothek ungehemmt weitergeht, wird das Polizeiaufgebot draußen laufend verstärkt. Einige Polizisten, die nur 30 bis 40 Meter entfernt sind, melden, dass sie zahllose Schüsse aus der Bibliothek hören. Inzwischen hat die Polizei auch eine gute Personenbeschreibung von Eric und Dylan. Doch erst nach einer weiteren halben Stunde dringen die ersten Polizisten in die Schule ein. Später wird die Polizei von widersprüchlichen Berichten sprechen, einem Heckenschützen auf dem Dach der Schule und dass von bis zu 8 Tätern die Rede gewesen ist. Darüber hinaus sollen Kommunikationsprobleme ein koordiniertes Vorgehen erschwert haben. Was die Polizei über diesen Tag am liebsten verschweigen möchte, ist, dass während dieser Hinrichtungen, während in der Bibliothek unschuldige Kinder ermordet werden, die Außentür der Bibliothek offen steht. Die Polizisten auf dem Rasen neben ihren Wagen hören also mit an, wie diese Kinder ermordet werden. Sie hören es, aber sie unternehmen nichts, um sie zu retten. Lassen zu, dass sie ermordet werden. Und ganz gleich, was sie heute sagen, das ist inakzeptabel. Und wenn sie sagen, dass sie an jenem Tag viele Kinder gerettet haben, ist das nicht wahr. Die haben sich alle selbst gerettet. Sie kamen allein aus der Schule raus.
Ich hatte Angst, sie könnten es sich anders überlegen. Also lief ich so schnell ich konnte, falls sie mir in den Rücken schießen wollten. Ist alle. Vielleicht sollten wir sie lieber abstechen. Würde viel mehr Spaß machen. Ich glaube, das hat mir bewusst gemacht, wie kurz das Leben ist. Wenn man jung ist, scheint es ewig zu sein. Als hätte man alle Zeit der Welt. Aber das stimmt nicht. Das 7 Minuten lange Gemetzel in der Bibliothek endet je kurz vor 11.36 Uhr. Obwohl Dylan jetzt einen der verhassten Schulsportler vor sich hat, beschimpft und bedroht er zwar Evan Todd, bringt ihn aber nicht um. Du pisst dir in die Hose, was? Gehen wir in die Commons? Ich habe hier noch was zu erledigen. Er scheint nur noch von dumpfer, unterdrückter Wut beherrscht zu sein. Als Eric und Dylan die Bibliothek verlassen, sind 12 Schüler der Schule tot. Ein Lehrer liegt im Sterben und weitere 23 Menschen sind verletzt. Viele davon sehr schwer. Es steckte kein Schema hinter diesem Massaker. Die Täter haben kein einziges ihrer Opfer deshalb exekutiert, weil sie es besonders hassten. Noch immer halten sich Hunderte von Schülern und Lehrern in anderen Teilen der Schule versteckt. Während Theresa immer noch zu telefonieren versuchte, warf sie einen Blick aus der Tür, um zu sehen, was los war, und entdeckte die beiden Attentäter, wie sie den Flur herunterkamen. Sie blieben genau vor unserem Raum stehen, um ihre Waffen nachzuladen. In der Tür war ein kleines Fenster, durch das sie direkt reinsehen konnten. Ich weiß nur noch, wie ich zur Seite gesprungen bin. Ich glaube, so viel Angst wie in diesem Moment hatte ich die ganze Zeit über nicht, weil sie so dicht bei uns standen. Ich erfuhr dann am nächsten Morgen, dass Dave gestorben war. Das war ein ziemlicher Schock für mich. Weil ich dachte, dass wir ihn rausschaffen, damit er operiert wird und langsam wieder auf die Beine kommt. Es nahm mich ziemlich mit, dass er gestorben war. Ich hatte getan, was ich konnte. Eric und Dylan scheinen jetzt ziemlich planlos durch die Schule zu gehen. Die geheimen Tagebücher und Videoaufzeichnungen von Eric zeigen eindeutig das Bild einer gestörten Persönlichkeit, die voller Größenwahn und Zerstörungswut ist. Dylan dagegen gibt allen Rätsel auf. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Dylan die treibende Kraft gewesen ist. Eher, dass er sich da irgendwie hat reinziehen lassen. Ich glaube, dass Dylan von Eric beherrscht wurde. Ich hatte nach dem Massaker ein Gespräch mit Dylans Mutter. Daraus entnehme ich, dass Dylan immer versucht hat, für Eric da zu sein. Er hat sich ständig um ihn gekümmert, denn Eric hatte kaum Freunde, aber Dylan mochten die Leute. In der Cafeteria versucht Eric, eine der 9 Kilo Propangasbomben zur Explosion zu bringen. Möglicherweise ist dies sein erster Selbstmordversuch während des Angriffs. In den Monaten davor hatte Eric das Antidepressivum Zoloft verschrieben bekommen, das normalerweise dazu dient, zwanghafte Persönlichkeitsstörungen zu behandeln. Doch sein Zustand schien sich dadurch nur noch zu verschlechtern.
Er hat seit 6 Wochen Zoloft genommen und sowohl von Mord- als auch von Selbstmordfantasien berichtet. Das bedeutet, dass man ständig mit dem Gedanken spielt, sich selbst oder jemand anderen zu verletzen. Es war sowohl ihm als auch den Ärzten klar, dass dies eine Folge der medikamentösen Behandlung war, also wurde das Medikament abgesetzt. Als Ersatz hat er dann ein anderes Mittel, nämlich Luvox, bekommen. Bei der Autopsie von Eric Harris wurde in seinem Blut eine wirksame Dosis Luvox gefunden. Im Autopsiebericht von Dylan Klebold sind weder Spuren von Drogen noch von Medikamenten vermerkt. War die medikamentöse Behandlung von Eric ein weiterer Faktor, der zur Tragödie von Columbine beitrug, oder lag es allein an der ursächlichen psychischen Störung, die durch das Medikament behandelt werden sollte? Eins ist sicher, als Erics Vater von dem Amoklauf hörte, dachte er sofort, dass es sich um seinen Sohn handeln könnte. In den 3 Jahren vor diesem Ereignis hatte es 10 Fälle von bewaffneten Angriffen amerikanischer Teenager an ihren Schulen gegeben, die sich gegen Mitschüler und Lehrer richteten. Dabei sind nie mehr als 5 Menschen ums Leben gekommen. Eric und Dylan aber wollten Hunderte töten. Auf der Suche nach dem Grund, der erklären könnte, wie sie imstande waren, ein derartiges Massaker mit Vorsatz und Kaltblütigkeit durchzuführen, wurde jeder Aspekt ihres Lebens durchleuchtet. Möglicherweise ist die Antwort, dass es diesen einen Grund nicht gibt. Dass das Phänomen Eric und Dylan durch eine Art perfektes Zusammenspiel von Umständen erst möglich war. Umstände, die ihnen Mittel und Gelegenheit verschafften, einen derartigen ungeheuerlichen Teenager-Terrorakt zu verüben. Weiter verschlimmert wurde diese Situation noch durch Versäumnisse und Versagen auf Seiten der Polizei, der Eltern, der Ärzte und der Schule. Die Theorie des Zusammenspiels verschiedenster Umstände passt perfekt. Es gab 1000-fach Gelegenheit einzuschreiten. Allein 100 Male hätte die Polizei sie mit legalen Mitteln stoppen können, ihr Zuhause durchsuchen, mit den Eltern reden. Bei anderer Gelegenheit hätten die Eltern einschreiten können, mal ihre Zimmer durchsuchen können. Sieh mal an, 25 Rohrbomben, da stimmt doch irgendwas mit dir nicht. Es gab Millionen Gelegenheiten, das zu verhindern. Gegen 12 Uhr mittags begeben sich Eric und Dylan auf ihren letzten Weg zurück in die Bibliothek. Ein 6-köpfiges Sondereinsatzkommando ist im Begriff, in die Schule einzudringen, allerdings durch einen Eingang am anderen Ende der Schule. Die Polizei wird das Gebäude Raum für Raum durchsuchen und die Bibliothek als allerletztes, fast 3,5 Stunden später, erreichen. Nach der Tragödie von Columbine hat die lokale Polizei ihre Strategie für sogenannte unmittelbare Bedrohungen überarbeitet. Heute werden die Beamten dazu ausgebildet, bei Schießereien früher einzuschreiten. Eric und Dylan erreichen wieder den Eingang zur Bibliothek. Der furchtbare Anblick des Todes ist in dichten Rauch gehüllt. Die Täter lassen ein letztes Mal ihre Selbstmordabsicht erkennen, bevor sie sich nur wenige Meter von vielen ihrer Opfer das Leben nehmen. Betrachtet sind Erics und Dylans private Videoaufzeichnungen als furchtbare Warnung anzusehen. Doch hätte wohl kaum jemand für möglich gehalten, dass sie ihre Fantasien auf derart tragische Weise verwirklichen.
You do not mess with that friggin' kid! If you do, I'll rip off your goddamn head! If you shove it so far up your friggin' ass, you'll be coughing up dandruff for 4 friggin' months! I don't care what you say. If you ever touch him again, I will friggin' kill you! I'm gonna pull out a goddamn shotgun and blow your damn head off! Do you understand, you little worthless piece of crap? Entry exit. That's not a good one. I mean, not fucking